2022 sollte eigentlich das Jahr des Aufschwungs werden, der Befreiung vor den Klauen des Coronavirus. Viele Branchen haben gehofft, dass es jetzt endlich wieder aufwärts geht, vor allem die, die von Corona ganz streng betroffen waren. Vor allen Dingen die Tourismusbranche, aber auch die Airlines. Die Airlines haben ja vorausgesagt, dass es im Sommer diesen Jahres zu Engpässen kommen könnte bei der Passagierabfertigung. Oder der Tourismus, dass Hotels ausgebucht werden könnten. Ihnen wurde ja prophezeit, dass es wieder im Sommer wird, wie vor der Corona-Krise. Und dann der Krieg in der Ukraine. Auch ein Ereignis, mit dem niemand gerechnet hat. Und plötzlich wieder ganz andere Aussichten. Viele Branchen sehen sich vom Regen in die Traufe kommend. Und niemand weiß, wie es weitergeht, wie weit Putin noch gehen wird, ob sich der Krieg ausweiten wird, welche Auswirkungen die Sanktionen haben. Im Moment sehen wir schon einige Auswirkungen, vor allen Dingen die drastisch angestiegenen Energiepreise. Und die sind ja jetzt nochmal deutlich angestiegen, weil der Westen überlegt, das schärfste Schwert gegen Putin einzusetzen, nämlich den Importstopp von Öl und vielleicht sogar von Gas. Und damit werden Putin natürlich enorme finanzielle Mittel genommen. Aber die Preise steigen deutlich in die Höhe. Und auch das trifft natürlich wieder viele Branchen, viele Menschen. Was beim Tanken ausgegeben werden muss, das ist für andere Güter und Dienstleistungen nicht mehr vorhanden. Das Verbrauchervertrauen wird sinken. Rezession könnte drohen. Vor allen Dingen die Angst vor Stagflation wird im Moment stark diskutiert. Stagflation bedeutet ja zum einen wirtschaftliche Stagnation oder sogar Rezession und auf der anderen Seite aber hohe Inflation. Nochmal angeheizt durch diese stark gestiegenen Energiepreise. Und das ist natürlich ein gefährlicher Mix, denn an sich wollten die Notenbanken ja damit anfangen, der hohen Inflation zu begegnen mit steigenden Zinsen. Und jetzt ist die Frage, ist das sinnvoll? Wird damit nicht die Wirtschaft wieder deutlich abgewürgt? Und könnte damit eine Rezession drohen, die sich nochmal verstärkt? Also genau das Gegenteil bewirken. Auf der anderen Seite, aber durch die hohen Energiepreise und Rohstoffpreise, wird die Inflation vermutlich die nächste Zeit nicht zurückgehen, vielleicht sogar weiter steigen. Und irgendwann könnte sich die Notenbank zum Handeln gezwungen sehen. Also ein schwieriger Mix, dessen Auswirkungen im Moment niemand vorhersagen kann. Und vor allen Dingen ab von den wirtschaftlichen Auswirkungen das enorme Leid, das durch diesen Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde. Wir haben im Moment wirtschaftliche Sorgen. In der Ukraine geht es ums Überleben. Das ist nochmal eine ganz andere Welt, eine ganz andere Auswirkung, die hoffentlich zu uns nicht überschwappt. Für die Aktionäre stellt sich dennoch die Frage, wie jetzt verhalten. Wie in jeder Krise herrscht viel Unsicherheit. Und Unsicherheit ist natürlich auch immer gepaart mit Angst, manchmal sogar Panik. Den Krieg in Europa, das hatten wir erfreulicherweise schon lange nicht mehr. Angst und Panik sind auf der anderen Seite aber immer ein schlechter Ratgeber. Und deshalb ist es wie in jeder Krise so auch jetzt enorm wichtig, sich zurückzulehnen, sich nicht anstecken zu lassen von dieser Angst und dieser Panik, sondern in Ruhe zu überlegen, möglichst sachlich zu überlegen. Und bei mir ist wie in jeder Krise die Handlung immer die gleiche. Ich schaue mir die Unternehmen an, in die ich investiert bin, schaue mir an, ob deren Geschäftsmodelle nach wie vor intakt sind, auch in einer schweren Krise, und ich investiere in keine anderen Unternehmen. Also kann ich davon ausgehen, dass das so ist. Und dann schaue ich mir an, wie die aktuellen Kurse sind. Und wenn es dann wieder zu Kaufkursen kommt, dann kaufe ich nach.
Denn davon kann ich langfristig profitieren. Ja, manche können sagen, ich profitiere damit vom Krieg, aber wenn ich nicht kaufe und die Kurse einstürzen, ist auch niemand geholfen. Ganz im Gegenteil. Kurse berappeln sich erst, wenn immer mehr zur Überzeugung kommen, jetzt macht Sinn zu kaufen. Dann ist die Wende wieder nahe und dann wird es eines Tages wieder aufwärts gehen, auch mit der Wirtschaft. Aber natürlich ist wie in jeder Krise die Unsicherheit groß. Und ich erinnere mich gern zurück in diesem Fall zum Ausbruch des Coronavirus. Damals habe ich auch gesagt, ich kaufe in die Krise rein, sobald Aktienkurse da sind, die meinen Kriterien, meinen Kaufkriterien entsprechen. Und da hat mir einer einen Kommentar geschrieben, den ich wohl nie vergessen werde, der schrieb, ich bin doch nicht blöd, ich greife doch nicht in ein fallendes Messer. Das ist doch eine Börsenregel, sollte man nie machen. Ich kaufe erst, wenn Impfstoffe vorhanden sind. Tja, wie war es denn, als Impfstoffe vorhanden waren? Da ging es gleich drastisch nach oben. Da waren die günstigen Kurse weg. Und das ist, wie in jeder Krise, wird das auch in dieser Krise so sein. Auch diese Krise wird irgendwann vorüber sein. Niemand weiß wann, aber irgendwann wird es soweit sein. Und dann sind die günstigen Kurse weg. Und dann sagen wieder viele, ja, hätte ich doch gekauft. Aber nächstes Mal passiert mir das nicht. Nächstes Mal kaufe ich ganz bestimmt. Es ist eben wie immer das große Dilemma, wirklich günstige Kurse gibt es immer nur, wenn die Unsicherheit hoch ist. Und da sollte sich jeder selbst überlegen, ob er dann die Nerven hat und das Durchhaltevermögen, auch bitte immer nur Geld investieren, das man über mindestens 5 Jahre nicht braucht, denn erfahrungsgemäß nach 5 Jahren geht es wieder aufwärts, ist das Schlimmste durchstanden und man muss nicht mit Verlust verkaufen. Aber wenn eben diese Kriterien vorliegen, dass man aus Erfahrung am besten stark genug ist, weil man schon so oft wie ich miterlebt hat, Gott sei Dank noch keinen Krieg, aber andere Krisen, und weil man die feste Überzeugung hat, dass irgendwann jede Krise vorüber ist, dann kaufen, dann macht Sinn zu kaufen. Davon kann man profitieren, ohne dass man anderen wehtut, ganz im Gegenteil. Man unterstützt damit die Wirtschaft. Also das Allerwichtigste ist es, immer nur in Unternehmen zu investieren, die solide finanziell aufgestellt sind. Das ist meine Strategie, die auch schwere Krisen durchstehen. Und dann sollten die Unternehmen Güter und Dienstleistungen herstellen, die die Menschen zum Leben brauchen. Und auch selbst im Kriegsfall werden Unternehmen gebraucht. Da vielleicht sogar mehr als in Friedenszeiten, weil da natürlich auch Energie gebraucht wird, weil da Lebensmittel gebraucht werden, weil da Häuser gebraucht werden, weil da ja alle möglichen Dienstleistungen gebraucht werden. Natürlich auch Rüstung, aber noch eins, ich kaufe nie Unternehmen, die aktuell in Mode sind. Und die Rüstungsunternehmen, die sind natürlich explodiert, die sind jetzt in Mode. Und da laufe ich nie Kursen hinterher, weil da kommt es immer zu Übertreibungen. Wenn, dann kaufen, wenn niemand dran denkt. Wenn, dann aus Überzeugung kaufen und nicht jetzt kurzerhand. Und wenn jemand vorher der Überzeugung war, er will nicht in Rüstung investieren, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich es auch jetzt nicht machen. Nur in Unternehmen investieren, in denen man auch ein Leben lang investiert bleiben möchte, ist meine feste Überzeugung. Sonst würde ich keine einzige Aktie kaufen. Nicht, weil ich gegen Rüstung bin, war ich noch nie. Rüstung ist wichtig. Es gibt keine Welt, in der alle friedlich miteinander leben. Das wäre toll, das wäre schön und das wäre wunderbar. Aber leider ist es halt immer auch eine Wunschwelt. Dennoch, ich bin nicht in Rüstung investiert, weil ich in vielen anderen Branchen investiert bin und weil ich mich entschieden habe, nicht in Rüstung zu investieren, und deshalb mache ich es auch jetzt nicht.
Diese Entscheidung sollte jeder für sich treffen. Aber es gibt jetzt auch so viele Unternehmen, die unter die Räder gekommen sind und dennoch solide finanziell aufgestellt sind. Gerade zyklische, konjunkturzyklische Unternehmen, die kommen immer am stärksten unter die Räder. Natürlich kann es sein, dass die Kurse weiter nach unten gehen, das weiß niemand, wann das Ende erreicht ist. Und immer dann, wenn es nach unten geht und je weiter es nach unten geht, verfestigt sich die Meinung, es wird weiter nach unten gehen. Aber dann kommt auch irgendwann der Zeitpunkt, wo alle, die verkaufen wollten, verkauft haben. Und dann kommen eben die ersten Käufe aus Überzeugung, so wie ich. Und dann braucht es relativ wenig Käufer, um die Kurse wieder hochzutreiben. Und dann plötzlich kommt wieder Zuversicht. Und das Ganze geht wieder nach oben. Also, meine große Stärke ist, und das meine ich auch wirklich so, das hat mir in jeder Krise bisher geholfen, dass ich mich nicht von Gefühlen leiten lasse, sondern dass ich wirklich immer kaufe nach meinen eigenen Kriterien. Solide aufgestellte Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen herstellen, die die Menschen brauchen, auch in schwierigen Zeiten, die Krisen durchstanden haben, und dann kaufen, wenn die Kurse nach meinen Kriterien günstig sind. Und da gibt es die Ertragsbewertung und die Substanzbewertung. Und die Ertragsbewertung bedeutet einen Gewinn. Man braucht einen Gewinn. Und da nehme ich immer den Gewinn an, den ich von dem Unternehmen nach der Krise wieder erwarte. Da bin ich vorsichtig, aber ich nehme schon Gewinne, die ich nach der Krise wieder erwarte und nicht in einer Krise. Also damit kaufe ich immer Unternehmen, die gerade fallen. Ich greife damit immer in ein fallendes Messer. Aber das ist der große Vorteil, dass ich damit langfristig immer günstig gekauft habe und deshalb von Dividenden leben konnte. Und bei der Substanzbewertung, da geht es eben um die Werthaltigkeit der Substanz eines Unternehmens. Und das ist der entscheidende Faktor, wenn es wirklich hart auf hart geht. Weil ich weiß, da ist Substanz da, die einen Wert hat, das ist wichtig. Nicht in Luftnummern investieren, die heute mal ein tolles Geschäftsmodell anpreisen, ein hippes, alle stürzen sich drauf, Kurse werden hochgetrieben, aber es ist in Wirklichkeit keine Substanz da, die man auch veräußern könnte, für die es Nachfrage gibt. Wenn zur Bewertung Fragen sind, wenn ich Ihnen da weiterhelfen kann, dann meine Online-Seminare können zu jeder Zeit gekauft werden, Präsenzseminare genauso. Also ich helfe da immer gern. Aber ich kann leider nicht auf den kompletten Investitionszyklus und die Entscheidungen, die da zu fällen sind und die Bewertungsfragen in so kurzen YouTube-Videos eingehen. Das geht leider nicht. Dafür muss man sich halt mal einen Tag Zeit nehmen. Aber da unterscheidet sich halt dann auch, wer echtes Interesse hat und wer wirklich investieren will, oder die halt einfach mal kurz überlegen, könnte ich auch mal machen, und am nächsten Tag wieder ganz andere Interessen haben. Wie ist Ihre Meinung? Was machen Sie im Moment? Warten Sie ab? Also ich finde, so richtig günstig sind viele Unternehmen noch nicht. Ich hoffe auf der anderen Seite aber für die Menschen in der Ukraine, im Kriegsgebiet, dass der Krieg hoffentlich bald beendet wird. Auch wenn es dann nicht mehr zu deutlich niedrigeren Kursen kommen sollte, wäre mir das in diesem Fall auf alle Fälle lieber. Und dass sich der Krieg auf keinen Fall weiter ausweitet. Wie ist Ihre Meinung? Was machen Sie jetzt? Wie handeln Sie? Wie ist Ihre Strategie? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.